Eine Busfahrt der ganz besonderen Art hat es am Freitag für die Deggendorfer gegeben. Denn Altoberbürgermeister Dieter Görlitz und Professor Dr. Johannes Grabmeier machten eine Tour durch verschiedene Linien des ÖPNV. Bei dieser Gelegenheit hatten die Fahrgäste die Möglichkeit, ihre positiven, aber auch negativen Erfahrungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln loszuwerden. Auch für Verbesserungsvorschläge hatten die beiden ein offenes Ohr. Die Deggendorfer Stadtbusse gibt es bereits seit den 50er Jahren und besonders in Zeiten der steigenden Benzinpreise werden sie immer gefragter.